Ja, Mamma Mia. Weißt du noch, Mausa damals? Alles gut, Yoshi, das weißt du noch auch. Ja, noch. Ja, ja. Jawohl, Yoshi war auch dabei. Der hat's gewonnen. Richtig gut, oder? Willkommen zu einem neuen Video von Super Mario, Shisha Team meine ich natürlich. Shisha Team Bros. Ja, wir haben heute einen ganz besonderen Tabak am Start und deswegen auch ein ganz besonderes Intro. Wir haben den neuen Alvazir Magic Peach. Zwar mit Doppel-E geschrieben, aber ihr wisst, was gemeint ist. Ja, Alvazir, super geile neue Marke. Probiert auf jeden Fall mal aus. Wir haben hier den Magic Peach, wie gesagt, 17,90 €. 250 Gramm. Puh. Ja, schon geil. Einfach mal 50 Gramm mehr, gleicher Preis wie namhafte Hersteller 187 und so weiter und so fort. Kennt ihr ja alle. Ja, macht mal Flo gleich weiter mit der Verpackung. Ich meine Luigi. Gerne. Ihr seht, eine mega geile Dose. Da haben sie sich designtechnisch mal echt was einfallen lassen. Und man muss dazu auch sagen, oder? Keine Ahnung mehr. Die lassen sich auch perfekt ineinander stellen. Die müssen mir jetzt einfach mal glauben. Wir haben schon drauf gewartet. Die müssen das einfach mal glauben, wenn ich euch das sage. Den kann man perfekt ineinander stellen. Die zweite Dose? So. Ja, irgendwo haben wir ja. Ey! Der kommt ey. Als nächstes, Leute. Okay. Der Mystery Land. Warte, nee. Erstmal noch nicht verraten. Ja, so kann es nicht funktionieren. Was? Ja, hey, super, glaubt mir das einfach. So, so ich komme mal gleich zum Schnitt, weil mit der Dose habe ich jetzt genug rumgespielt. Also ich kann sagen, kaum Äste, super Schnitt, da müsst ihr definitiv nicht mehr mit der Schere rangehen, wenn die da nicht schon rangegangen ist. Alles gut? Nein. Wunderbar. Der ist original so gut, da kann man nichts gegen sagen. Keine großen Blätter, keine großen Äste, alles top. Wenn ihr noch ein bisschen mehr über die Tabakquali erfahren wollt, schaut doch auch mal hier vorbei. Über Max und mir. Wir haben nämlich schon ein Rasiervideo gemacht und da beschreiben wir das noch ein bisschen genauer. Die haben wirklich geilen Schnitt. Was kannst du uns noch geruchlich zu dem guten Gerät sagen? Ja, also geruchlich verbirgt sich hinter dem Magic Peach eine Mischung aus reifen Pfirsichen und einigen Zitrusfrüchten. Also so wie ich. Das riecht man hier auf jeden Fall auch gut raus. Also man hat eine schöne Pfirsichnote. Sie ist sauer. Saure Pfirsichnote? Peach ist sauer, aber Peach ist nicht sauer. Peach ist nicht sauer. Peach ist süß. Danke. Also man hat hier wirklich eine sehr, sehr frische, kühle Pfirsichnote. Süßlich, die Zitrusfrüchte rieche ich jetzt gar nicht so stark raus. Also man hat da wirklich so eine ganz leichte Nuance, die durchkommt. Vielleicht schmeckt man die ja besser raus. Was sagst du dazu? Max. Ja, geschmacklich ziehe ich jetzt mal, damit ich euch das gut beschreiben kann. Und ich muss sagen, ich finde den echt lecker. Ihr schmeckt auf jeden Fall so eine wirklich frisch-fruchtige Pfirsichnote raus,
Aber was man sagen muss, ich finde Pfirsichtabak ist sonst von anderen Herstellern immer relativ pelzig, penetrant, manchmal drückend im Geschmack und auf der Zunge. Das habt ihr überhaupt nicht. Also ihr atmet aus und dann habt ihr nicht so dieses komische pelzige Pfirsicharoma, sondern es ist einfach frisch lecker und ich glaube, dazu tragen dann auch die Zitrusfrüchte bei, die sich nicht in den Vordergrund drängen, aber definitiv merkt man, da ist noch irgendwie so eine leichte Limettennote oder sowas dabei. Also gefällt mir richtig, richtig gut. Kann ich nur empfehlen. Ja, rauchtechnisch habt ihr, glaube ich, auch gesehen. Al-Wazir raucht Bombe. Sowohl in unserem Setup, in unserem Standard-Setup mit der Sapphire Powerbone und dem Kadut Lotus, als auch im Kamin habt ihr gar keine Probleme. Also am besten macht den Kopf voll, Kohle drauf, fertig. Der zieht einfach gut durch, lässt sich super entspannt rauchen. Und ich glaube, dann können wir auch alles in einem zusammenfassen, wie Max gerade eben schon gesagt hat. Daumen nach oben, eine klare Kaufempfehlung. Wirklich, sucht euch mal auf der Website hier im Hintergrund noch zu sehen, bei Al-Wazir mal ein bisschen durch. Guckt euch die Tabaksorten an. Die haben viele Standards drin, muss man sagen, die aber auch wirklich, wirklich herausstechen, weil die einfach für sich schon extrem lecker sind. Und so auch der Magic Peach jetzt in der Mischung, aber die Pfirsichnote fetzt einfach alles. Den würde ich wirklich so pur lassen, wie er ist. Genau, lasst den so pur, der schmeckt einfach geil. Gut, dann würde ich sagen, wir hoffen, dass euch dieses Video wieder gefallen hat. Ja, man ballert mal ordentlich Daumen raus jetzt hier für Luigi, für Peach und für Mario. Dankeschön. Danke, Max. Musste mal gesagt werden. Ja, genau. Seid nicht so geistig. Lasst uns ein paar Daumen da, das würde uns sehr freuen. Wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, dann klickt auch gerne unter mir kostenlos auf den Abonnieren-Button. Dann verpasst ihr auch kein weiteres Video mehr von uns. Und dann sind wir raus für heute. Wir wünschen euch guten Rauch, guten Geschmack. Macht euch einen schönen Tag, macht euch eine Pfeife an. Und bis zum nächsten Mal. Euer Shisha-Team. Ciao, ciao. Ist jetzt wieder nie. Ihr habt mich voll da sitzen lassen. Ja, Joshi hat mich gerettet. Ja, aber den habe ich dir doch fragen lassen. Jetzt hat er mal nicht so. Ja, super. Hast du den wenigstens mal probieren? Nee. Wie jetzt? Nee, was willst du denn Speech? Machen? Speech. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Was? Das vertrage ich nicht. Ich gebe mich. Immer verlassen Sie mich. So, ich hatte gerade noch meine Hoffnung in dich gesetzt. Haut da rein.